Jetzt ist der Uhu verschreckt da oben. Also, das mache ich da auf. Keine Angst, da passiert nicht viel. Jetzt geht es da weiter. Hubert? Ja? Also jetzt reicht's. Jetzt kommen wir da ran, Mensch. Die hast du nur noch in die Hand nehmen müssen, die Bilder. Was war da so schwierig? Nein, das, was ich gesucht habe, ist gar nicht dabei. Achso. Also. Das ist wieder am anderen Nadel. Nee, ich hab gar nichts weg. Oh. Na, endlich rängen sie mal. Wenn sie rängen, gucken sie alte Alba an. Ja, doch, das machen wir, wenn wir uns da langsam drauf einstellen. Du vielleicht schon. Ich glaube, du hast ein großes Problem damit. Nur gar nicht. Doch, doch. Also ich glaube, du hast wirklich ein großes Problem mit dem Altwerden. Aber ja, doch. Die aber alle sagen, sie haben keins mit, die haben eins. Überhaupt nicht. Da haben wir sie. Die Kerle. Hinter die einen, hinter dem Schlitten wird ein Haufen gemacht. Da ein Haufen und dort ein Haufen. Gut. Und der andere Haufen machen wir dort nach. Hoch dir! Komm, bip, 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 bip. Komm, komm, komm. Ja, komm. Ja. Meier, fahr der Kameramann nicht um. Uns ist es jetzt leid, wenn man rausfährt. Du musst ganz links fahren. Ich war noch beim Herrn Buck. Hey! Dina! Hat er einen simplen Blöder? Dein Hund! Hallo! Super. Fahr zu! Dann muss ich mitnehmen, Gentleman, like. Wie viele Höhenmeter sind jetzt das von Beuron? Achtung, glatt! Aber ich habe keine Angst. Selber groß. Das ist ja stark. Hui. Ich meine, das ist schon nicht ganz ungefährlich. Das gebe ich ja zu dahinter. Ich meine, da brauchen wir also mit einer alten Weiber drauf. Hubert, Frauen, nicht Weiber. Fahren wir ruhig da auf. Da können Sie bitte eine schwere Sache tun. Wit? Nee, glaube ich. Komm mal da. Komm da rum. Runter gehe ich noch eine schwierige Aussicht. Viel schönere Aussicht dahinter.
Also oben ist ja der Felsen, ist schon breit. Ja, und dann machst du einen kleinen Absatz. Ja, genau. Ach ja, da stand sie auf dem Felsen. Ah, ja, toll. Eins, zwei, drei, vier. Ja, geil. Toll. Wir haben es ja vorher schon gesehen von unten. Mir, ich, da, aber das ist ja toll. Aber mit dem bloßen Auge hätte ich jetzt große Probleme gehabt. War's jetzt noch? Da war's. Jetzt sind sie weg. Nee, alle vier noch dort. Ich sehe alle vier noch. Guck mal selber an, da wo sie waren. Am gleichen Platz sind sie noch. Die Wanderung begann ja mit der Gründung von den Alpvereinen in den 80er, 90er Jahren des vorletzten Jahrhunderts. Und da sind dort Leute ein gewandert und haben da auch ein wenig, das Vesper haben sie vielfach ja dabei gehabt, haben da einen Wurst getrunken oder eine Milch oder irgendwas. Und das hat sich halt aus dem so langsam rausentwickelt, da man da eine Wirtschaft baut. Und bis dahin hat es ja, war es ja im Prinzip Forsthaus von derer von Enzberg, wo wir ja schon seit 300 Jahren tätig sind, unsere Vorfahren. Sind da Förster bei denen. Also ich schätze, seit 300 Jahren sind die bei denen im Dienst, bei Enzbergs. Wenn ich jetzt wieder Rente bin, dann versuche ich das mal zu recherchieren. Also sicherlich, es weiß keiner, wer vorher da war. Also das ist, so lange sind sie schon da, in enzbergischen Diensten immer. Also zuerst als Jäger, weil der Beruf des Försters ist aus den Jägern entstanden. Das waren beispielsweise die Jäger der Herrschaften und die haben auf den Wald aufgepasst. Und so ist das entstanden. Tina, komm her. Wir sind ja nicht in den Kindergarten gegangen, wir sind einfach groß geworden mit Jagen und Fischen. Wir sind auf die Jagd gegangen, wo wir mal so 14, 15 waren, haben wir das Gewehr genommen und sind in den Wald gegangen. Das kann man jetzt sagen, das hat sich schon verjährt. Auch ohne Jagdschein, wir haben aber die Order gehabt vom Vater. Das kam wieder vom Militär, ich habe gesagt, eins sage ich euch, da ist Gewehr, könnt ihr in den Wald. Aber wenn ich erfahre von irgendeinem, der euch gesehen hat, ist Schluss. Scheiße daneben. Aber wir haben uns müssen wirklich so verhalten, verdrücken wie ein guter Wilddieb. Da haben wir nicht irgendwo gesehen. Und das geht mir heute noch so. Also darum hasse ich eigentlich, oder hasse ich, sind mir solche Sachen, wo man noch gefilmt wird und alles. Also ich bin lieber ein wenig so unsichtbar. 80 auf einem Haufen oder 100. Das filmt ihr jetzt nicht, ich hole die Ente. Guck da, mehr, komm, guck da, ist sie, guck. Siehst endlich. Also komm her, komm. Komm, da her. So, ich brav. Da her zu mir. Sieh, na, da her. Hierher. Jetzt ist gut, komm, aus. Ah. So. Doch noch eine getroffen. Das kommt die Trocknungsphase. Aber gell, wenn es jetzt zu stark fliegen anfangen, dann haust du ab mit deiner Kamera. Leer. Tot. Und wo sind die? Auch tot. Dina. Also, ich fang dort an und du fangst da an zu zählen. Da werden wir ein bisschen Brennholz draus machen. Ja. Aus seiner Wieste. Ist das der große Ahorn, der dort hinten? Ja, der Sauhund da, der. Ja, der da.
Ja, das gehört sich zusammen. Das gehört zusammen wahrscheinlich. Ja, ja, das ist das dritte Stück. Und das ist das dritte Stück. Ja, genau. Ja, ah, da ist ein Haufen Esche drin. Esche, ja. Ja, ja. Das wird man wahrscheinlich doch als Brennholz gucken am Käufer finden. Ja, meinst du, kriegst du jemanden, oder? Wenn du mir sagst, was es 5 Meter kostet, ja. Können wir da auch noch drüber schwätzen. Da können wir schwätzen, ja. Was steht da vor? Weißt du, oder weiss euren Preis? Hat ich für das Esche nicht mehr 35, 38 Euro kriegen. Stehle? Ich sollte noch Reh schießen. Ich kann nicht mehr, wer da telefoniert hat. Nee, bleibst du da? Ich muss aufs Klo. Nee, man hat es noch schon fertig. Das wird auch drin sein. Ah, muss ausschalten. Mein Mannig. Das ist nichts für ihn. Der kann enge Vertrage im Wald, da kann man wahrscheinlich so zu ihm hinschlupfen auf der Hochsitz. Aber so. Für sowas hat er keine Zeit. Das ist nicht seine Welt. Zu weit. Zu weit weg. Tina, ob der kriegst. Das Reh noch ruck. An der Schaukel hängt ein totes Reh. Also ja, ein lebendiges bleibt nicht hängen. Endlich. Also Hans-Erik, ich entspanne die jetzt einfach mal ein wenig ein. Da hättest du dann ein wenig verteilen. Dann wollen wir jetzt daher. Du meinst vorlegen. Oder vorlegen. Das ist doch das Beste, wenn man selber geschossen hat, dann essen. Das ist gut, beste Jagd. Da kaufen sie Pute, hochzüchten mit Antibiotika und essen aber kein Wild, weil sie Angst davor haben. Das war zu der Zeit, wo man bei uns noch über den Hof laufen durfte. Da sind da vorne auf der Wiese 6 Gämsen gestanden. Und da konnte so ein Paar vorbei, also offenbar waren das Feriengäste. Touristen. Richtige Touris. Und die eine noch. Und dann habe ich gemerkt, die Frau hat mir einen sehr dominanten Eindruck gemacht auf das einen Kopf kleinere Male, wo dabei war. Und dann hat mir der Herr ein wenig gesagt, das sind Gämsen. Nee. Wie war es jetzt? Sie hat gesagt, das sind Ziegen. Sie hat gesagt, das sind Gämse. Sie hat gesagt, das sind Gämse. Und er hat gesagt, das sind doch keine Gämse, das sind Ziegen. Die waren einmal vom Norddeutschland sind sie gekommen.
Und dann sind so in den Wortwechsel und ich bin ein wenig so wenig im Hof rumtappen. Und dann kommt der Herr und sagt, das muss ich doch mal was fragen. Was sind das für Tiere davon? Und die hat ja das mitgekriegt. Und ich sage, selbstverständlich sind unsere Ziegen. Was denn sonst? Und dann sagt, siehst du, hat er so einen Rückschlag. Du bist ein Böse. Ich hab bloß der Mali will ein wenig helfen. Genau. Ja, ja, der Mali. Die Mähle haben wir so wahnsinnig Mitleid haben mit euch, gell? Ja. Ja, er hat halt ganz andere Interesse. Und ich muss ihn halt zum Urlaub schlagen und das sind halt so Sachen. Aber das habe ich halt mittlerweile draus. Jetzt muss ich halt immer einen Urlaub machen, wo er auch was, wo wir wandern, zum Beispiel Teneriffa wandern und dann aber doch vielleicht auch mal einen Fuß ins Wasser stecken. Er geht ja nicht rein, ich gehe da rein. Hat er sich ja eingesperrt gefühlt. Er hat gesagt, ich würde ihn einsperren auf einer Insel. Und dann war das mit Robinson. Alle sagen, dass das der schönste Urlaub war für unsere Kinder und auch er alle. Das war richtig schön. Aber ja, es ist sehr verschieden. Der wird gerne immer hier oben bleiben und nichts anderes. Und er ist mit dem zufrieden. Das ist schon das. Aber ich muss ihn ab und zu mal wieder einführen. Es ist so, bei mir ist es immer am schlimmsten, bis ich fort bin. Wenn ich da mal weg bin, dann kann ich mich einfügen. Unterordnen. Das ist jetzt der 5-Meter-Stick. Ah, ist schwach. Doch mal sofort auf doch. Doch, du willst jetzt auch schon auf Alters, jetzt schon in so eine Zwei-Zimmer-Wohnung ziehen. Das ist vorausschauend. Ja, vorausschauend. Aber wo, Bitte, dir fehlt hier Stein, wenn es so weit ist. Nein, das kann man dann immer nicht. Ja. Das ist wieder zu fit für das. Das nennt man Planung. Ja, ja, ich habe es gelesen, man muss, oder habe es im Vortrag gehört, man muss ab 60 ausräumen im Haus. So ziemlich viel von entrümpeln. Dass wenn ich mir so eine Sache hätte, da müsste mir auch mal ran. Ich habe schon mal angefangen, bin ich versickelt worden mit jedem Stückchen, den ich weggeworfen habe. Du bist verbrennt. Das war ja, aber hätte ich so nicht da mit? Ja, aber mich frage, bevor du was machst. Genau. Die ganze Zeit macht er nichts. Und dann wenn er was macht, nimmt er alles und wirft es ins Feuer. Egal was es ist. Anders bringst du nicht aufgeräumt. Ja, ja. Anders bringst du nicht aufgeräumt. Ja, man muss sich schon ein bisschen trennen. Man hat viel zu viel Brühl. Diese Vögel, also die schauen, also und irgendwann fangen die auch an, also die müssen wir schon gut überlegen, ob wir die nochmal mitnehmen, wenn man umzieht. Diese staubige Gesellschaft. Da geht's nichts zum Überlegen. Und die vielen Gewehe, die kriegst du im normalen Haus gerade unter. Die kriegen wir unter, da gibt's nichts zum Überlegen. Die Vögel kriegen wir nirgends. Und ich mag in dem kleinen Haus keine solche toten Dinger da hängen haben. So viel. Ein bisschen was, ja, aber nicht so viel. Ja, ja. Also gut. Aber da wird er sich halt doch wieder durchsetzen. Kennt ihr schon. Ja, das haben wir gebaut vor 1980. Haben wir es gebaut. Ich. Du mithelfen. Ja, du hast du gleich meinen Arm mitgeholt. Klar. Ich glaube, ich war auch schwanger, da habe ich nicht viel geholfen. Ja. Nee. Und da sollten wir jetzt wieder herziehen. Ja, und das sollten wir uns jetzt halt ein bisschen entscheiden, was wir machen und renovieren. Und mein Mann ist so ein bisschen ein Hemd. Meine Frau will die Schindler weghauen. Wir streiten uns immer ständig noch mit, ob du willst weghauen, ich. Mein Mann will das Haus verkaufen. Ich will es verkaufen. Zwei ganz verschiedene Themen sind da. Also Holz haben wir auch da, siehst du?
Ja, Heizung. Das ist wichtig für meinen Mann, das ist der absolute. Du musst mit mir schwer. Alle Xefer tut der Richtbaum verbrennen. Xefer? Ja, da drückt es halt ein bisschen raus. Genau. Ja. Naja, was ich da dazu sagen, so ist es halt. Was heißt, so ist es halt? Das sollte man so im ab Frühjahr. So, das müssen wir es richten. Will meine Frau da einziehen? Ja, ich wäre schon drin, wenn es geht. Aber mein Mann will nicht mit. Ist natürlich auch verständlich, ich verstand es, es ist nicht einfach. Von Schlosshause da herzuziehen, ist nicht einfach. Aber man lebt überall. Meine Blumenmischung, die hat sich jetzt. Warte mal! Ja, aber ein bisschen für die Vögel ist schon was. Obwohl die sind. Der Garten, da möchte ich auch ein bisschen anders gestalten, aber das ist alles sehr teuer. Aber ich kann ja jetzt den Garten gestalten, wenn er überhaupt nicht weiß, was er will. Du musst mit mir schwätzen. Die sind gar nicht da. Ach so, ja, Entschuldigung. Schwätz mit dir. Der will uns ersticken. Genau, das ist unser Nachbar. Genau, auch nette Nachbarn. Wir haben dort einen netten Nachbarn. Ja, genau. Jetzt kommt ja Franz, aber brennt! Franz, wie du uns einräumst. Das zeigt ja auch. Hol auch bei mir Holz, wenn du nichts anderes hast. Der hat gesagt, der verbrennt schon den Christbaum, der hat schon bei Ihnen nicht rum. Honig da. Honig? Aber ich bringe ihn. Wir bringen es. Zwei Wald und einen Helle. Ja, wird gemacht. Du. Wird gemacht. Vor Weihnachten, alles klar. Ich nehme viel Zeit. Ja, für mich ist klar. Für mich ist klar, ich ziehe das alleine durch. Das ist ganz einfach. Ich muss dem Stuhl auf Brust setzen, sonst geht er nicht. Er kann ja, ich möchte ja doppelgleisig fahren, wenn es geht. Zeit, also immer. Eine gewisse Zeit doppelgleisig. Das ist einfach ein bisschen. Naja, ich mache immer hinten, die wieder zu. Jetzt gucken wir, kriegen wir hin. Ich bin da sehr zuversichtlich. Wir werden ja jünger. Ach, da hinten ist es. Da hinten sind die Rallye. Unser Dach. Es tut warm, ne? Gut. Nur mal ein Stück da rein. Danke, danke. Das ist überall der Busch. Überall. Na, wo ist der Hasi? Such der Hasi. Wir suchen. Wo bist du jetzt? Was ist los? Wo bist du? Warum, was soll ich machen? Ja, daher hocken. Das Altersheim ist neu drum. Aber wir sind doch fertig. Na, ein Weit.
Was soll man noch machen? Weiter schwätzen, noch herrücken, die gehen nicht noch. Ich habe noch Bescherung für euch alle. Kann man das auch noch aufnehmen?